Herzlich willkommen, meine lieben Schwestern und Freunde, zurück zu Dein erstes Pferd. Und jetzt sind wir wieder hier im Stall. Und sie sagt uns... Wow! Ich habe mich gerade voll erschrocken von diesem RC-Elektroauto. Beim letzten Mal haben wir uns ja die medikamentösen Medikamente angeschaut, also die Behandlung des medizinischen, die medizinischen Pferdesachen. Und diesmal... Da ist ein Rasenmähertraktor drin, oder was ist das? Sorge dafür, dass die Strohballen ordentlich in Reihen gestapelt werden. Oh, Tetris. Solange die Strohballen nach unten fallen, ja. Kannst du sie... Ist gut, Tetris kann ich. Girl, I can do the Tetris, you know. So, oh nein, schon gefällt. Ich hab, das ist der schlimmste Tetris-Fehler, den man machen kann, den ich gerade gemacht habe. Ich bin so dumm. So, okay. Okay, runter. Und dann hier den und dann so. Auch schon wieder ein Tetris-Fehler gemacht. Ja, das ist ja nicht jetzt da. Der kommt da rein. So, wenn ich jetzt mich hier nicht den krassen Fehler begangen hätte. Jetzt muss ich noch den Fehler da irgendwie ausbügeln. Ausbügeln muss ich den noch. So, und... So, ich erzähle euch mal eine kleine Geschichte währenddessen. Immer wenn ich aufnehme, nutzt meine Katze Coco die Gunst der Stunde, um irgendwie auf meinem Schreibtisch zu manipulieren, weil ich mich da nicht wehren kann gegen sie. Dann kommt sie mal an und macht irgendwas Doofes, ne, klettert irgendwo rum, schmeißt irgendwelche Sachen hin und her, weil ich nämlich gerade nicht aufpassen kann und sie wegscheuchen. So ein gemeines Tier, ne? So, okay, runter damit. Ja, das macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Heuballen, Tetris, oh, Strohballen, Petris. also... Tetris, Heuballen, Strohballen, es sind Strohballen. Gott, wieso kann ich das Wort Strohballen-Tetris nicht aussprechen? Könnt ihr das? Kriegt ihr das hin? Strohballen-Tetris. Ja, ihr könnt sowas, ne? Ich nicht. Strohballen-Tetris. Naja, gar nicht so schwer eigentlich, wenn man drüber nachdenkt. Nein, also auch wenn man nicht drüber nachdenkt. Denkt bitte nicht drüber nach. So, was muss ich tun? Wo kommt diese hin? Hier. Ah, da, der lange. So, da rein. Noch so ein langer. Hier rein. Den langen packe ich mal hier hin. Und der kommt... Ah, das ist immer das geilste Teil. Weil das kann man immer überall so universal benutzen. Das bräuchte ich nochmal so einen. Ah, das war dumm. Das war dumm. Das hat der Tommy nicht so gut gemacht. Ich bin übrigens der Tommy. So, das ist auch nicht so klug gewesen. Ich bekleckere mich hier nicht gerade mit Tetris Ruhm, wenn ich das mal so sagen darf, meine Lieben. Da ist wieder der lange. Der muss da rein. Und der kommt da rein. Schön. Ich bügel gerade so meine Fehler aus. Kann ich das unendlich lang machen oder wie lange geht das? Und warum ist hier keine Musik? Ich finde das ein bisschen frustrierend, wenn ich hier keine Musik habe. Das ist unschön für dieses Spiel. Und Punkte habe ich ja mittlerweile schon genug, oder? Ich habe doch genug Punkte. Oder nicht? Ich bin der Meinung, ich habe genug Punkte gesammelt. Oder ist da jemand anderer Meinung? Wir bräuchten nochmal so einen langen. Hm, der ist auch gut. Der kommt hier links rein. Ja, für den habe ich eine Verwendung und zwar hier. Für dich habe ich eine Verwendung und zwar dort. Auch du kannst an meinem Tisch Platz nehmen. Und der da kommt hier rein. Sehr schön, sehr schön. So mag ich dieses. Müssen wir nur gerade mal gucken, dass wir hier ordentlich den wegbekommen, da den Platz. Das war jetzt wieder uncool, jetzt brauche ich wieder so einen langen. Da, ja, passt. Ach man, immer dieser eine, der da am Stören ist. Das ist gut. Ah nee, ist gar nicht gut. Ich darf damit nicht welche draufbauen. Seht ihr, was ich für einen Fehler mache? Ich habe jetzt immer diese Lücke drin. Ja gut, ich meine, wie lange muss ich das machen hier, bis ich alle weg habe? Oder geht das überhaupt? Oder das geht jetzt 4 Jahre so weiter. Für die schwerere Runde hat es noch nicht gereicht. Ah. Wenn du es gleich noch einmal versuchst. Nein, ich hasse Tetris. In einem Pferdestall muss es mindestens einen Erste-Hilfe-Kasten geben. Was? Wieso? Weil euch immer wehtut. Oh, guck mal. Was ist das? Kennst du schon die einzelnen Bestandteile des Hufes? Klar. Das ist der Ballen. Das ist der Trachten. Das ist der mittlere Stahlfußfurcher,
Der Strahl, den kenne ich nur zu gut. Die weiße Linie, ne, das ist hier, das ist die weiße Linie im Huf. Die Zehe ist hier ganz vorn. Die Hornwand ist das Außen. Die Hornsohle ist das Innen, was sich so wölbt, ne. Und das sind die Stahlfurchen hier, Strahlfurchen. Und so einfach war es auch schon, ne. So ein schönes... Oh, da ist der... Boah, die Spinne macht krasse Geräusche, wenn die sich abseilt. Da muss ich schon sagen, Hut ab, liebe Spinne. Ich verstehe dich nicht. Du liebst Pferde, ja, aber schaust nicht nach, was Rico braucht. Oh, okay, Entschuldigung, voll, wie sie mich gleich fertig macht, ey. Voll so mit, vor der Fiese. Ich verstehe dich nicht. Du sagst, du liebst Pferde? Das klingt richtig gemein, klingt das. So, okay, ich muss ihn wohl einfach nur ein bisschen waschen, hä? Wischiwaschi. Wo hat er sich denn dreckig gemacht? Ich war doch gar nicht draußen mit ihm. Oder? Doch? Ich weiß nicht. Wahrscheinlich war Nele geht ihn immer reiten und ich darf ihn den ganzen Tag putzen. Das finde ich so nicht okay. Finde ich ein bisschen unfair, Nele. Ich würde auch mal gern reiten. Nur einmal vielleicht, Nele. Aber Nele lässt mich nicht. Nein, Nele lässt mich nur ihren Gaul putzen. Ja? Putzen und schrubben. Und füttern. Aber streicheln, schmusen und reiten, das tut sie selber. Aber ich darf mich um all die andere Arbeit kümmern. Ja, ja. Was für ein gemeines Mädchen, diese Nele. Bring! Okay, er braucht noch irgendwas. Futter? Ah, kein Wasser mehr. 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 Gut. Heu. Das gehört in einen anderen Futtertrog. Heu. Heu. Da freut sich Rico. Da freut er sich. Füttere Rico nicht zu viel. Okay, Entschuldigung. Brauche Bewegung? Das ist nicht richtig. Mann, ich will aber Bewegung mit ihm haben. Ich will ausreiten. Was braucht er denn noch? Eine Karotte? Nee, was hast denn du noch? Eine Pferdebox muss so groß sein, dass ich... Ja, das weiß ich. Das ist aber nicht richtig. Ich habe doch schon... Ach so, Hufe. Die Hufe müssen noch ausgekratzt werden, natürlich. Die hätte ich jetzt beinahe vergessen. Ich dachte mir, naja gut, wir mit waren ja nirgendwo unterwegs. Mit dem Hufkratzer holst du festgetretenen Mist aus dem Pferdehuf. Ah, so ein Mist. Komm, kratz, kratz, kratz. Easy. Sehr schön, sehr schön. Mal gucken, was wir noch gleich für Spiele entdecken hier auf dem Hof. Wir gehen gleich noch ein bisschen rumgucken. Sehr fertig. Prima, das hast du gut erkannt. Er blinkt immer noch. Wieso blinkt er noch? Ja, was hat er denn? Was hat das Pferd denn? Oder ist er fertig? Na, wie läuft es mit deinem Pflegepferd? Gut, aber er blinkt immer noch. Wieso? Rico ist ein Hannoveraner. Mhm. Das ist... Ja. Überlege nochmal, was... Wasser? Achso, er hat schon wieder kein Wasser mehr. Wie geht denn das gefällt bitte? Gefällt es dir, dich um Rico... Ja, mir gefällt das sehr, mich um Rico zu kümmern. Los, gleich noch einen Versuch. Aber irgendwie... So, eins, zwei, drei, vier... Da freut sich Rico. Ah, ich hatte ihm zu wenig Wasser gegeben. Ah, okay, Leute. Das war natürlich ein bisschen doof von mir. Ach, schön, dass du hier mal wieder vorbeischaust. Nein. Dieser Friese hat gerade eine Wurmkur hinter sich. Lecker, eine Wurmkur. Wurmbefall kann zu Koliken führen. Deshalb muss die Koppel regelmäßig abgeäppelt, die Box täglich ausgemistet und das Pferd regelmäßig entwurmt werden. Ich finde das cool von denen, dass die Würmer auch ab und zu auf Kur schicken. Dieses Pferd ist ein anstrengendes Leben so als Wurm. Deshalb muss es geschont werden. Es lahmt zwar etwas, aber wenn es sich nicht so viel bewegt, geht es ihm bald wieder gut. Also habt ihr es gehört, dieses Pferd ist ein wenig bestürzt. Wahrscheinlich über seine Fellfarbe. Na, gefällt es dir bei uns? Sehr. Sehr. Miau, wo kann ich noch hin? Hier stehe ich gern und beobachte die Pferde. Ah, darf ich... Dieser Hannoveraner hat schon einige Preise im Dressurreiten gewonnen. Ist das so? Dressurarbeit gehört zur Ausbildung des Pferdes immer dazu. Ah. Es gibt aber auch richtige Dressurpferde, wie dieses, die bei Turnieren zeigen, was sie können. Okay, und jetzt? Habe ich echt schon alles gelernt? Oh, da ist Mist. Ich finde es toll, nein, dass du die Pferdeäpfel wegräumen nein, willst. Nein, nein. Klicke auf die Glocke, nein, dann geht es los. Nein, ich habe das ja schon mal gemacht.
Ich habe das ja schon mal gemacht. Was habe ich denn hier noch für Spiele? Was davon kenne ich denn noch nicht? Das hier kenne ich noch nicht. Wo finde ich denn das? Oder gibt es noch mehr? Habe ich schon gemacht, habe ich schon gemacht. Das kenne ich noch nicht. Das kenne ich auch noch nicht. Muss ich doch noch freispielen? Wo finde ich denn das Spiel? Mit den Springreiten? Da hinten vielleicht? Auf dem Wasserhindernis? Auf diesem Pferd habe ich schon Voltigierübungen gemacht. Ah. Möchtest du mehr über das Voltigieren wissen? Ja. Auf diesem Pferd habe ich schon Voltigierübungen gemacht. Achso, schau im Handbuch nach. Okay. Möchtest du mehr über das Voltigieren wissen? Schau mal im Notizbuch nach. Trainierst du auch für ein Reitturnier? Ich brauche erst mein eigenes Pferd. Ansonsten trainiere ich gerne. Ah, guck mal, da kann ich noch weitergehen. Praktisch, der dass Wald. Direkt am Reiterhof der Wald ist. Das ist hier super. Hier kann man schöne Ausritte machen und ist gleich im Grünen. Dann los. Vollgas. Da ist ja Annika. Sie möchte mit ihrem Pferd ausreiten. Sie reitet auf einem Vielseitigkeitspferd. Das ist ein Pferd, das in der Dressur, im Gelände und beim Springen gut sein muss. Ja dann, Vielseitigkeit ahoi. Da ist ja Annika. Also. Sie möchte mit ihrem Pferd ausreiten. Ah, da macht sie es. Sie reitet auf einem Vielseitigkeitspferd. Ruhig. Das Was ist hier passiert? Komm, wir reiten aus. Ah. Hier kannst du über Hindernisse springen. Okay. Ich kann das. Ich kann das, Leute. Jetzt ist ein Versuch weg. Okay, ich dachte, ich kann das. Vorsicht! Ja, ist ja gut. Machen wir mal ein bisschen schneller hier. Du hast nur noch einen Versuch. Hä? Übung macht den Meister. Okay. Der nächste. Das ist richtig kompliziert. Du musst besser aufpassen. Ja, wie soll ich denn? Jetzt hast du einen Versuch weniger. Wie geht denn das? Leute, das geht ja gar nicht. Ich kann ja auch nicht schneller reiten. Du musst besser aufpassen. Junge. Geht das hier irgendwie schneller? Sei ein bisschen aufmerksamer. Es geht doch nicht schneller. Vorsicht! Du hast nur noch einen Versuch. Ja. Ach so, ich muss einfach mal voll lange gedrückt halten. Guck mal. Ich kann einfach mal richtig lang hier. Ach so. Ich dachte, ich muss jetzt schneller werden, um genug Geschwindigkeit zu bekommen für den Sprung. Aber ich kann doch einfach die Leertaste unendlich lang gedrückt halten. Und das Pferd bleibt halt so lange in der Luft. Übung macht den Meister. Der nächste Ausritt läuft bestimmt schon viel besser. Machen wir in der nächsten Zeig, Folge. Was du kannst. Bis gleich. Klicke auf die Glocke, um es gleich noch einmal zu probieren. Tschüss.